es dauert auch nicht so lange, hier hinzufliegen. Das ist vielleicht auch tatsächlich positiv. Ich weiß nicht, ob man sowas überhaupt beachten muss, aber hey. Nächstes Ziel, Vereinigtes Königreich. Mhm. Oh, eine Tankstelle. Die Aliens verstärken ihre Aktivitäten in mehreren Großstädten. Wir müssen ihnen Einhalt gebieten, um eine Massenpanik zu verhindern. Na, die Massenpanik wird dafür in anderen Ländern stattfinden. Ich sehe das schon wieder. Wir müssen da dann dringend versuchen, Satelliten hinzuschießen. Aber auch da, da muss ich diesmal vielleicht ein kleines bisschen langsamer sein und mich erst auf andere Sachen konzentrieren. Aber das sehen wir dann. So, du bist mein Sniper, ne? Strike One hat grünes Licht für den Einsatz. Also, ist klar. Ich habe ja auch nur einen Sniper. So, in welche Richtung geht's denn hier? Hier geht's nicht so wahnsinnig weit. Es geht vor allem in diese Richtung. Da fahren die LKWs. Sie finden Entführungen statt. Ach, das interessiert überhaupt keine Sau. Wie machen wir das? Kommst du? Nee, du kommst nicht bis da vorne. Eigentlich hätte ich nämlich gerne einen bis da vorne gehabt. Hier kommen wir auf jeden Fall auch aufs Dach. Kommst du aufs Dach? Direkt? Nee, du kommst auch nicht direkt aufs Dach. Schade. Guck mal da rechts um die Ecke. Das interessiert mich gerade. Hier ist erstmal niemand. Gut, dann kannst du... Moment. Du kannst auch... Ja, dann... Ah, nee, das ist ein Spurt. Das will ich nicht. Dann schau du erstmal in das Haus hier rein. So, und können wir noch das Run and Gun machen, reinlaufen und irgendwas umschießen. Aber ich sehe erstmal nichts. Wie sieht das aus, wenn ich von der Seite reingucke? Dann habe ich ein größeres Sichtfeld. Keine Ahnung, aber da ist schon mal das Meld. Okay. Ich hätte dich eigentlich schon ganz gerne auf dem Dach auf der anderen Seite. Hilft mir das halt ungefähr gar nicht. Kannst du hier und dann da reingucken? Oder da in die Richtung? Das ist halt die Frage. Lauf mal nach da. So, mit dem Präzisionsgewehr kannst du sowieso gerade nicht schießen. Dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Feldposten. Alle bekommen einen Feldposten. Ich überlege gerade, ob ich dich da rumschicke. So allein ist das, glaube ich, eine blöde Idee. Ja, da hinten ist das Meld. Ich sehe das schon. So, du kannst da reinlaufen. Hä, das ist doch wohl kein... Ist das ein Sprint? Nein. Okay. Da geht es dann... da geht es dann weiter. Die Frage ist, wo die Aliens sind. Sind die eher da so oder eher in dieser Richtung dann? Ist hier gerade irgendwie ganz schlecht da drin. Wie kannst du denn laufen? Auch nur so weit. Jetzt nur musst du wieder zurücklaufen, Miss. Okay. Gucken wir erstmal da rein. Ich sehe keine Aliens. Okay, das wundert mich ein wenig. Wenn ich ehrlich bin. Dahin und dann kannst du da so durchgucken. Oder wir gehen sogar rein. Und hinter dieses... Yep, da gehen wir jetzt hin. Na, da sind sie. Crap. Oh, ihr flüchtet da hinten Richtung Tankstelle. Hm. Da wirst du fast... Na, 45 ist ein bisschen wenig. Da wirst du nämlich flankiert. Das möchte ich nicht. Also gleich unter Umständen flankiert. Wenn ich hier hingehe, wirst du definitiv nicht flankiert. Dann ist das zwar ein Spurt für dich. Na, ich möchte da vorne hin. Aber ist nicht so schlimm. Und vor allem gehen wir hinter das hier. Denn dann sind wir näher am Meld. So. Du kannst gerade auch sowieso nichts schießen. Du kannst da theoretisch reinlaufen. Wie weit kommst du? Du kommst bis dahin und könntest dann noch einen... Oh, das wäre natürlich gut. Ein Run and Gun bis da. Hm. Was kannst du machen? Du kannst nicht so viel machen. Ja, du könntest halt aufs Dach gehen, aber es ist ein Spurt. Das will ich nicht. Ich überlege, ob ich bis hierhin gehe. Ich gehe erstmal so. Gucke erstmal, ob da vorne noch was ist. Sieht erstmal nicht so aus. Dann geh direkt. Das ist zwar auch ein Spurt dann jetzt gewesen, aber hey. So, und dann machen wir einen Run and Gun nach da vorne. Und hoffen, dass da nicht noch einer kommt. Nicht noch mehr Aliens. Und dann kannst du halt auch schon mal schießen. Bitte sag mir danke, dass da nicht noch mehr sind. 54 und 18. Ja, 54, ne? Was war das denn? Nice! Einer weniger. Okay, ach, du kannst ja nicht mehr. Du kannst noch einen, oder du kannst halt auch einen Sprint machen nach da vorne. Dann bist du halt auch ein Ziel. Nee, das ist blöd. Vielleicht läuft er ja. Dann machen wir das mal so. Vielleicht haben wir ja Glück. Und er läuft uns entgegen? Nein, er läuft uns nicht entgegen. Er läuft noch ein Stück weiter weg. Er läuft sogar noch weiter weg. Okay, und da explodiert die Tankstelle. Gut.
von hier aus. Ich nehme mir erstmal das raus. So, das Problem ist, das Melden liegt da ein bisschen blöd. Und die Frage ist, wo ist das andere Meld? Ist das hier hinten? Wo ist das? Wenn ich da hingehe, dann bin ich wieder näher an dem dran. Aber hilft mir das? Ich weiß, dass du hier um die Ecke guckst. Du kannst nicht auf den da vorne schießen. Ich möchte eigentlich auch gerne, dass da einer reinguckt erstmal. Das Meld hat ja noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir gucken jetzt erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? Sind da noch Aliens drin? Sieht erstmal nicht so aus. Wobei es da halt auch noch hochgeht. Wenn ich hier um die Ecke schaue, dann stehen da vielleicht welche. Das möchte ich nicht riskieren. Das heißt, wir warten da. Du kannst ihn da hinten auch nicht beschießen. Das ist schade. Ich kann hier hinsprinten und dann kannst du in der nächsten Runde schießen. Nehme an, du triffst den von hier wahrscheinlich. Ja, 1%, du wirst den nicht treffen. Das kannst du knicken. Du könntest hier hinlaufen und vielleicht dann was treffen. Ich laufe erstmal dahin und zur Not laufe ich halt wieder zurück, ne? Wenn ich noch mehr Gegner finde. Ich finde erstmal nicht noch mehr Gegner. 18% ist nicht viel. Aber besser als gar nichts. Versuch's mal. Nein, du schaffst es nicht, aber ich glaube, wenn er jetzt gleich nicht läuft, das Alien, dann explodiert das Ding. Das ist gut. Das ist sehr gut. Und dann kannst du eigentlich mal nach hier noch laufen. Ist zwar wieder ein Sprint, aber geht halt nicht besser. So. Und du machst mal Feldposten oder gehst du da rein? Nee, das passt eigentlich hier. Machen wir mal Feldposten. Falls er sich in unsere Richtung wieder bewegt, dann kannst du auf ihn schießen. Na, shit. Das ist nicht gut. Aber ich glaube, die können noch nicht schießen gleich, oder? Hä, was war das? Warum schießt du nicht? Aua. Aua, 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 aua. Nicht gut. Explodiert er da jetzt? Ich glaube schon. Nicht? Doch. Rums. Gibt es leider keine... Ein Bonus, aber hey, okay, 1% ist nicht viel. Das bringt mir also nichts. Das ist alles Flanke. Da vorne wirst du auch niemanden treffen. Shit. Du triffst von da leider auch niemanden. Dann... Ich möchte jetzt mal das Meld hier einsammeln. Frage ist, wo ist das andere Meld? Vielleicht irgendwo in der Pampa. Die Frage, was ich mit dir mache. Du könntest halt nach hier laufen und dann vielleicht da gleich jemanden erschießen, aber ich bin mir da nicht so sicher. Ich möchte gerne, dass du einen Feldposten machst. Du... Also ich glaube, das Meld ist mir tatsächlich egal, das zweite. Ich möchte jetzt erstmal niemanden verlieren, gerade noch hier. Das sieht gut aus. Lauf mal da hoch. Kannst du hier auch noch einen finden? Nee, oder lass ich den da vorne? Nee, ich mach das nicht. Feldposten. Dann läufst du hier noch ein Stück zurück. Machst hier auch noch einen Feldposten. Dann kommen die vielleicht gleich nämlich entgegen. Und wenn die entgegenkommen, dann haben wir mehrere Feldposten, die drauf schießen können. Du machst auch noch einen. So. Bevor ich ihn hier nämlich verliere, weil er beschossen wird von irgendwas. Das wäre nicht so gut. Und sie kommen nicht. Crap. Ich hatte gehofft, dass sie mir entgegenkommen jetzt, aber scheinbar ist das nicht deren Plan. Ich laufe mal nach da. Jetzt kommt wahrscheinlich, haben die einen Feldposten auch gemacht. Und ich werde beschossen. Die hier ist gar keine. Okay. Das ist ein bisschen strange. Ein bisschen strange. So, Feldposten. Auch hier ist es ein bisschen strange, weil ich nicht weiß, ob von da gleich noch welche kommen oder nicht. Also von hier vielleicht. Das macht mir Sorgen, da könnten halt noch welche kommen. So. Weltposten mit der Pistole. Besser geht's nicht. Und dann läufst du auch nur ein kleines Stück vor. Wie gesagt, das zweite Meld ist mir jetzt egal. Ich möchte, dass meine Leute überleben. Das ist mir wichtiger. Dann nehme ich halt erstmal nur einen Meld pro Einsatz mit. Ja, ich weiß, dass da hinten Aliens sind. Das ist mir schon irgendwo klar. Was da jetzt passiert? Ich habe gerade irgendwas Komisches gehört. Oh, da hinten kommt irgendwas. Mit meinem Meld. Und da hinten ist noch das andere Meld, wo wir gerade bei Meld sind.
Mit 30%. Risky, aber ich könnte natürlich einen Run-and-Gun machen, nach hier oben und den da erschießen. Oder nach hier vorne, Full-Cover oder High-Ground und Full-Cover. Kann ich nach dem Run-and-Gun eigentlich auch noch eine Granate werfen? Was sagt mir das? Aber keine Gegenstände benutzen, das heißt wohl keine Granate werfen. Schade. Du kannst erstmal nach hier laufen. Da ist nämlich, da hast du bestimmt... Oh, du flankierst wen. Wunderschön. Und das ist derjenige, der Mindmeld macht. Oh, komm. Shit. Arg. Arg. Verdammt. Das wäre auch zu schön gewesen jetzt. Zu schön. Du kommst nirgends hin. Was ist denn das? Könnte halt nach da oben laufen. Da wirst du vor allem, glaube ich, auch erstmal von niemandem gesehen. Das passt schon. Wenn ich jetzt hier hinlaufe, dann wirst du eh nicht getroffen. Das ist gut. Lauf da mal hin. Da trifft dich keiner. Schätze ich mal. Wenn doch, dann Crap. Aber kann ich nichts für. Aber eigentlich dürfte das, genau, dürfte kein Problem sein. So, ich kann mit ihm nach vorne gehen, mit meinem Sniper. Das Problem mit meinem Sniper ist wieder, dass ich dann nichts treffe. Also, ich kann halt nicht mehr schießen, sagen wir mal so. Ich kann halt noch eine normale Pistole machen hier. Komm, mach mal. Hilft nicht, okay. Ich hätte auch Hunker Down machen können, aber das bringt mir auch nicht so richtig viel. Du hast halt nur noch 3 Leben. Wenn ich dich jetzt nach vorne schicke, dann könntest du potenziell drauf gehen. Und das will ich nicht. Ich könnte ihn halt auch mit nach oben schicken. Dann kann nach da oben und schießen, ginge halt auch. Komm. Ich versuche das jetzt. Es könnte in die Hose gehen, wenn ja, habe ich Pech gehabt. Wenn nicht, dann ist das schön. Du hast halt auch, naja, mit der Shotgun bringt das wahrscheinlich nicht viel, aber du hast halt auch ein 62, komm. Bitte. Nein! Shit. Shit, 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 aber du hast High Ground. Vielleicht wirst du dann wenigstens nicht getroffen oder so. Er macht wieder einen Mindmeld. Das kann ungünstig werden. Der kann jetzt nämlich wieder irgendwo so hinlaufen, unter Umständen, dass er einen Flankenbonus kriegt. Nein! Und da wirst du wieder oben in Panik. Super. Schieß auf den, schieß auf den, schieß auf den. Ne, kann sie nicht. Macht sie nicht, will sie nicht. Och komm. Lass mich doch, Mann. Zwei Aliens. Du hast den da und den da verfügbar. Und du hast wahrscheinlich nur einen von beiden verfügbar, ne? Ja, genau, den da. Mist. Kommen wir auch nicht so weit mit, aber ich würde gerne versuchen, den da... Kann ich dann... Schaffe ich das? Geht das? Nee. Ja, versuchen, das Auto explodieren zu lassen, aber dann bewegt er sich einfach und dann passt das wieder. Komm, 30. Versuch's. Bitte töte den da. Nice! Nice, 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 nice. Okay. Es gibt aber offensichtlich noch mehr Aliens. Wenn ich nach hier oben laufe, dann hast du super Möglichkeiten, ne? Solange du nicht von dem Typen, von der Alten da erschossen wirst. Ja, und wir haben unseren Assault. Ja, und jetzt kommen die, ne? Vor allem kommen sie angelaufen. Das tun die sonst nie. Warum tun die es jetzt? Komm. 75. Mit Headshot? 55 auf Crit? Bis zu 5 Schaden, 75 müsste reichen. Komm, töte ihn bitte. Nice, einer weniger. Okay, nochmal den schon mal. Wenn ich jetzt nach hier laufe, ist das vielleicht ungünstig. Wenn ich nach hier laufe, vielleicht nicht so. Komm. Kannst zwar nicht auf den schießen, aber wenn er um die Ecke kommt, kannst du auf den schießen. Oh, du siehst ihn sogar. Na komm, versuch's mal. Nice. Mission erfüllt. Okay, wir haben doch beide Meldkanister gekriegt und dafür doch wieder einen verloren. Irgendwie will das nicht so richtig so, wie ich will. Da hätte ich lieber auf das Meld verzichtet und dafür meinen Mann nicht verloren. Commander, ins Lagezentrum. Commander, ins Lagezentrum. Ja, das Lagezentrum. Es gibt Panik überall. Ich weiß, ich weiß. Ich weiß aber nicht so richtig, was ich dagegen tun soll. Okay, du bist ein Heavy geworden. Das ist ganz gut. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fehlt mir jetzt wieder ein Assault, der mir was fast lieber gewesen wäre. Sektoidenleichen, Waffenfragmente, Panik in Asien, Afrika,
Dafür 200 Credits. Kontakt, so, einmal bitte gucken. Indien sieht schlecht aus, Ägypten sieht schlecht aus. Wir sollten den Einsatz sorgfältig planen. Ich weiß, auf dem Schwarzmarkt kann ich gerade noch nichts Sinnvolles verkaufen. Finanzen, wie sieht das da aus? Okay. Kostet alles nicht so viel, es geht noch. Wir haben 490. Das heißt, wir können immer noch nur Kraftwerke hier bauen. Das ist fast fertig ausgehoben. Ich kann wahrscheinlich, nein, ich kann immer noch keine Nanofiber-Westen. Ich kann Satelliten halt. Moment, was haben wir denn da so? Wie viele kann ich denn? Einen kann ich noch. In diesem Monat. Das heißt, ich werde jetzt definitiv auch erstmal einen bauen. Einen brauche ich noch, einen will ich noch. Bau direkt mal neue davon. So, Forschung ist... Achso. 4 Tage. Erforschen Sie uns? Warum entführen Sie scheinbar willkürlich Menschen? Sie müssen einem Schema folgen, das wir noch nicht entschlüsselt haben. Ich weiß ja nicht. So, also Erdwärmekraftwerk erstmal noch, bringt erstmal noch nichts. Strom, ich brauche ein Kraftwerk da hinten vielleicht. Und den Satellitennexus, da brauche ich auf jeden Fall noch Ingenieure für. Die hoffentlich dann auch bei Zeiten nachkommen. So, das Material ist fast fertig erforscht. Und da kommt direkt das erste UFO, na ist ja prima, es ist wenigstens ein kleines. Schicken wir mal die Raven 1 los, das gibt ja dann wenigstens Kram, wenn ich das Viech abgeschossen habe. Puh, also ein kleines UFO wird ja wohl abgeschossen werden, so viel Pech kann man ja dann nicht haben, ne? Das erste UFO direkt, das wäre sehr, sehr bitter. Komm, töte es. Ich meine, ich habe ja noch einen zweiten Jäger. Zur Not. Hallo? Ey. Okay, sie haben sich gegenseitig abgeschossen. Oh Gott. Man sollte es nicht heraufbeschwören, echt nicht. Das habe ich ja noch nie erlebt. Verstanden, Voodoo 3-7. Wie kann man denn so viel Pech haben? Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Ich hoffe, dass jetzt wenigstens der Einsatz besser läuft. Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Ja, ich weiß. Ich nehme an, mein Abfangjäger ist damit auch erstmal Geschichte, was?